Dann mal los. Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich nehme euch wieder mit durch unseren Nachmittag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Vlog. Was ist jetzt? Ich komme nicht darauf klar. So, sorry Leute, ich bin noch nicht nackt, ich habe ein Bikini-Oberteil an. Oh Gott, das sieht so scheiße aus, das tut mir leid. Wir dachten, wir machen mal einen neuen Anfang für euch. Ich hoffe, ihr musstet wenigstens genauso viel lachen wie ich gerade, als ich mir das Video von Robert angeguckt habe. Wie so ein Jesus. Ich weiß vor allen Dingen nicht, warum du so ernst dabei geguckt hast, als hätte ich dir irgendwie Ziegelsteine auf den Kopf gestapelt, den du ganz gerade halten musstest. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, seht ihr das? Ich habe Tränen in den Augen, Leute. Ich kann nicht mehr. Ja. Beachten, dass das Bild richtig sitzt, und dann musste ich ja gucken, dass ich das irgendwie halbwegs lippensynchron hinkriege. Lippensynchron. Das ist gar nicht so einfach. Den Anfang hast du richtig gut gemacht mit lippensynchron und hinterher keine Emotionen mehr im Gesicht, einfach gar nicht. Oh Gott, das ich muss hier. Das ist mein natürliches Wesen. Ja, ich muss mir hier. Ja, übrigens, Bikini-Oberteil muss ich mir mal hier zurechtzubbeln. Wie gesagt, der Beweis, dass ich nicht nackt bin. Boah, ich kann nicht mehr. Bei meinem Bauch hat gerade voll vibriert vor Lachen. Gott sei Dank, das scheiße aus. Mir war gar nicht so bewusst, wie hell meine Haare unten sind. Aber es sah auch nochmal so krass aus, weil Robert diesen krassen schwarzen Bart hat. Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, oder Robert gesagt hat, Roberta. Oh Gott, unsere Tochter wird so stolz auf uns sein mal. Ja. Gehen wir jetzt gleich schwimmen, deswegen wasche ich mir die Haare auch nicht. Und aber ich werde sie auf jeden Fall zu einem Dutt zusammen machen. Oh, ich kann nicht mehr. Ich muss mir die Aufnahme gleich nochmal angucken. So ging ja. Ja, auf jeden Fall gebt mal dem Robert ein fettes Like dafür oder schreibt ihm mal was Liebes in die Kommentare. Ich musste ihn ein bisschen überreden dazu, das traut sich ja auch nicht jeder, aber oh, das war jetzt richtig lustig. Ich muss mich jetzt erstmal wieder beruhigen. Und ja, wir machen uns jetzt weiter fertig. Unsere Sachen sind schon gepackt. Ich muss gleich mal ein Kleidchen noch raussuchen und anziehen. Wir nehmen die Kühlbox mit einigen Sachen, die wir heute hätten kochen müssen, aber das machen wir jetzt alles bei Roberts Eltern. Wahrscheinlich grillen wir und ja, jetzt verbringen wir den Tag doch noch da. Es ist auch nicht ganz so heiß. Ja, und die haben jetzt einen Pool, da können wir jetzt schwimmen. Und jetzt bin ich aus der Puste. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch da so ein bisschen mit, soweit es geht. Und heute Abend noch durch unseren Tag. Ja, nochmal so Angesicht zu Angesicht. Heute wäre ET. Es tut sich rein gar nichts. Die Kleine will sich noch schön machen. Morgen früh habe ich einen Arzttermin. Da bin ich mal gespannt, ob da was angezeigt wird am CTG. Ja, ich halte euch wie immer auf dem Laufenden und ja, wie gesagt, beruhigt mich jetzt und mache mich weiter fertig. Wir melden uns zurück aus dem Auto. Ja, wir haben jetzt unsere 7 Sachen gepackt quasi und machen uns auf den Weg. Es sind angenehme, es zeigt an 26,5 Grad. Im Internet hieß es 24 Grad, aber es ist wirklich sehr, sehr angenehm, perfekt eigentlich, heißer braucht sich werden. Morgen wird es noch einmal, glaube ich, 28 Grad und dann der Rest der Woche so um die, also auf jeden Fall unter 25 Grad. Perfekt, wenn unsere kleine Tochter sich dann auf den Weg macht. Ist es nicht zu heiß, es ist sehr schön, was mich sehr freut. Wenn sie denn mal Lust hat. Wenn sie mal Lust hat. Ach so, eben übrigens habe ich echt kurz Panik bekommen, weil mir mal bewusst geworden ist, dass ich unsere Kleine noch überhaupt nicht gespürt habe. Und sie ist ja eigentlich recht aktiv. Und habe dann zu Robert gesagt, ich versuche die jetzt mal zu wecken, habe an meinem Bauch umgerüttelt und nichts gemerkt. Und normalerweise, wenn ich Obst oder was Süßes esse oder trinke, das hat auch mein Frauenarzt gesagt, die Kinder reagieren nämlich im Bauch auf Süßes und dann bewegen sie sich meistens. Und das war nicht. Und ich habe dann echt gesagt, wenn die sich jetzt nicht bewegt gleich, dann fahren wir noch ins Krankenhaus. Weil da habe ich ein bisschen Angst bekommen, habe mich dann hingesetzt und nochmal richtig am Bauch gerüttelt und dann hat sie sich bewegt und dann tat es mir voll leid, dass ich sie aufgeweckt habe. Jetzt schläft sie wieder. Ah, ich wollte noch meinen YouTube-Mamas schreiben. Weil ich habe mal gehört, wenn die Kinder im Bauch dann doch länger ruhig sind, könnte das heißen, dass es bald losgeht. Das wollte ich noch in meiner YouTube-Gruppe mal nachfragen. Das wäre natürlich mal was. Aber heute rechne ich tatsächlich nicht mehr damit. Ja, wir werden jetzt noch schön entspannen. Ich lasse das, wie gesagt, jetzt einfach auf mich zukommen. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass das heute nichts mehr wird. Und ja, ich glaube, je mehr ich davon loskomme, desto eher passiert es. Jetzt bin ich morgen natürlich auf den Krankenhaustermin gespannt, aufs CTG gespannt. Ja, aber jetzt geht es erstmal ins kühle Nass. Da ist er, der Riesenpool.
Die Sonne soll wieder kommen. Wo bist du hin? Weg. Aber es ist trotzdem warm. Cooles Ding. Ne? Ja. Da gehen Robert und ich jetzt rein. So, wir sind jetzt angekommen. Wir hatten schon Kaffee und Kuchen, beziehungsweise ich habe Milch getrunken. Ich hatte keine Lust mehr auf Kaffee. Ne? Und du hast deine Hose falsch. Ja, die ist irgendwie kaputt an der Seite. Ich weiß auch nicht. Ja. Und ist angenehm von der Temperatur her. Ich bin mal gespannt. Robert ist da immer so ein bisschen so ein Schisser bei Kälte, ne? Ja, aber das hat jetzt... Ist okay? 25 Grad. Ja, das ist ja voll angenehm. Die Sonne ist nicht da. Nein, die soll wieder rauskommen. Und dann gehen wir... Ja, jetzt kommt sie, glaube ich, so ein bisschen. Und dann gehen wir eine Runde planschen. Ich weiß nicht, dass du auf den Boden kommst. Ich hab dich schon die ganze Zeit drauf. Was? Willst du echt Arschbombe reinmachen? Ich hab doch nur die Schuhe angehabt. Okay. Nicht Arschbombe machen. Schatz, steig bitte rein, bitte. Oh, ist das kalt. Dann komm ich angequietscht. Ja. Hallo. Mit der dicken Kugel hier. Bisschen abkühlen. Oh, jetzt geht die Sonne wieder weg. Jetzt schön Wassergeburt. Nein. Sag sowas nicht. Ja, Robert war es ja ein bisschen zu kalt, ne? Ja. Schatzi. Das war für Robert nichts. Oh. Ist das schön. Tschüss. Grillmaster. Sieht gut aus. Aber die Würstchen sind schon dunkel, ne? Hallo ihr Lieben. Wir haben jetzt richtig ein paar schöne Stunden im Garten verbracht. Ihr habt ja so ein bisschen gesehen, so ein bisschen konnte ich was filmen. Und ja, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Und wir haben jetzt 20 vor 9. Robert und ich werden auch gleich eigentlich direkt Richtung Bett steuern und da weiter King of Queens gucken. Das ist so unser Ritual eigentlich aktuell. Ja, wir gucken irgendwie die kompletten Staffeln nochmal durch. Danach müssen wir mal schauen, was wir mal im Bett gucken. Müssen wir mal was ganz Neues anfangen. Die wilden 70er haben wir noch. Die wilden 70er haben wir noch. Ja, stimmt, wir haben die gar nicht geguckt. Robert hatte mal alle Staffeln von die wilden 70er bei Amazon ganz günstig geschossen. Und das könnten wir mal schauen, ja. Aber nichts kommt an King of Queens heran, eigentlich letztendlich. Aber ja, jetzt gucken wir die nochmal durch und dann war es das erstmal damit. Ja, deswegen wird heute auch nicht mehr groß was passieren. Seht es mir nach. Hier, oh, Babykugel. Eben war der Bauch wieder ganz hart, aber heute wird das sowieso nichts mehr. Also mit Pünktlichkeit hat sie es offensichtlich nicht. Also es würde mich sehr, sehr wundern, wenn sie heute noch auf die Welt käme. Ich fühle mich gar nicht so. Ja. Morgen früh geht es dann weiter. Ich versuche dann direkt mal morgen früh zu vloggen, damit ich euch direkt die Updates geben kann vom Krankenhaus, was die da so sagen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich es heute erwähnt habe, aber es wäre mein erstes CTG hier in der Schweiz. Macht man das erst, entweder wenn man überträgt oder wenn es halt Auffälligkeiten gibt, weil die Hebamme meinte, eigentlich ist es unnötig. Und ja, da bin ich mal gespannt drauf. Und damit würde ich mich dann auch für heute verabschieden. Vielleicht, es tut mir leid, wenn der Vlog heute etwas kürzer ausgefallen ist. Aber so ist es halt einfach. Wir haben einfach die Zeit heute nochmal genossen, weil halt heute auch errechneter ET war. Heute kamen extrem viele Fragen von Freunden, Verwandten, Bekannten, wie es denn aussieht, ob es okay ist. Und das ist dann schon so ein bisschen immer so deprimierend, weil mir war eigentlich heute Morgen schon klar, das wird heute nichts. Und wenn dann immer noch alle nachhaken, erleichtert das die Sache eigentlich auch nicht, aber es zieht sich noch im Rahmen. Von daher, ich lasse es jetzt auf mich zukommen, es ist wie es ist, ich kann sie nicht ändern. Wie alle so schön sagen, es ist noch kein Kind drin geblieben. Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Ich möchte noch Fabi und Katrin grüßen. Liebe Grüße. Okay. Tschüss. Ciao.